zurück im Animal Training Center. Wir zeigen euch heute unsere Nutrias. Und unsere Nutrias sind definitiv die größten Lieblinge. Wenn wir hereingehen ins Kleintiergehege, dann warten die schon immer auf uns. Und die machen super süße Geräusche, um uns zu begrüßen. Die machen immer Wir haben hier drei Nutrias. Das hier ist der Emmerich, das ist der Engelbert und das ist der Eberhard. Und diese Nutrias, die wurden gefunden neben der Straße ohne ihrer Mama. Wir mussten sie mit der Hand aufziehen. Die Nutrias sind Nestflüchter. Und Nestflüchter sind Tiere, die kommen fix fertig auf die Welt und die können sofort nach der Geburt aufstehen, rumlaufen, sehen, Futter suchen und sich ganz gut orientieren. Ganz anders als zum Beispiel Kaninchenbabys, die nackt und blind und ganz hilflos auf die Welt kommen. Die Nutrias sind Nagetiere und das erkennt man an ihren wunderbaren orangen Zähnen. Die haben riesige orange Zähne. Und der Grund, dass sie so orange sind, ist, weil diese Zähne immer nachwachsen. Die kauen an Holz oder an Wurzeln oder jetzt auch gerade an ihren Nutria-Keksen. Und daher werden diese Zähne stark abgenutzt und deswegen ist es wichtig, dass die immer nachwachsen. Nutrias werden ganz oft verwechselt mit Bibern. Dabei haben Biber einen flachen Schwanz, einen platten flachen Schwanz. Und die Nutrias haben so einen runden Schwanz. Und dann gibt es auch noch Bisamratten, die werden auch ganz oft verwechselt mit Nutrias. Aber die haben einen ähnlich abgeflachten Schwanz wie ein Biber, nur dass der Biberschwanz so abgeflacht ist und der Bisamrattenschwanz so abgeflacht ist. Und die Nutrias haben eben so etwas wie einen dicken, fetten Rattenschwanz, der ganz praktisch ist zum Schwimmen. Nutrias sind nämlich Schwimmtiere. Vielleicht möchte ein Nutria seine Schwimmhäute zeigen. Diese Schwimmhäute helfen beim Schwimmen und beim Tauchen. Sie sind wie Ruder, wie Flossen. Und damit können sie sich so super klasse durchs Wasser bewegen. Sie sind nämlich semi-aquatische Tiere. Und semi-aquatisch heißt, dass sie am Wasser leben und an Land leben. Und wie ihr euch vorstellen könnt, leben diese Nutrias im Wasser, damit sie gut geschützt sind vor Fressfeinden. Und was die Nutrias können, ist, dass sie sogar ihre Babys säugen, während sie schwimmen. Und da hat sich die Natur was ganz, ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar hat die Natur die Zitzen bei den Mamas rechts und links am Rücken entlang der Wirbelsäule gebaut. So, dass die Nutria-Babys sogar beim Schwimmen trinken können und so gut geschützt sind und zum Beispiel kein Fuchs sie fressen kann. Eigentlich kommen die Nutrias aus Südamerika, aber auch bei uns in Österreich gibt es immer wieder mal Nutrias. Und zwar waren das mal Pelztiere. Der Nutria-Pelz ist ein ganz feiner Pelz, auch wenn es jetzt gar nicht so aussieht. Sie haben nämlich große, starke Krallenhaare am Fell und unterhalb ist ein ganz, ganz weicher Flaum. Und für die Pelzproduktion hat man früher da diese harten Haare dann entfernt und die Unterwolle hat man übrig gelassen und dann hat man Pelzmäntel gehabt. Und zum Glück ist das jetzt bei uns verboten, aber es hat früher diese Pelztierfarmen gegeben bei uns und da sind Nutrias ausgekommen oder auch ausgelassen worden und deswegen gibt es immer wieder mal kleine Populationen auch in Österreich. Ja, wir freuen uns schon so unglaublich, wenn ihr uns wieder besuchen könnt und mit uns bei den Nutrias sitzen könnt und sie beobachten könnt und auch füttern könnt, weil sie sind wirklich wunderbare Tiere. Und auch wir vom ATC machen das so gern, dass wenn es uns mal schlecht geht, dass wir einfach reinkommen zu den Nutrias und uns zu ihnen setzen. Und innerhalb von 5 Minuten geht es uns wieder gut. Passt, bis morgen. Tschüss.